Hallo, meine zauberhaften Waagegeborenen. Ich begrüße euch zur Monatsenergie für den März 2023 und ich begrüße alle, die in ihrem Sonnen-, Mond-, Mars-, Venus- oder Aszendentenzeichen die Waage-Energie haben. Wir schauen, welche Energien wollen sich hier zeigen über den Monat März 2023. Ihr bedenkt aber bitte, es sind allgemeine Legungen. Das heißt, die Energien können mit euch resonieren, müssen sie aber nicht. Ne? Wir schauen erstmal hier mit den Astro-Cards, welche Hauptenergien für die Waagen ja interessant wird. Oh, da haben wir sie schon. Da haben wir hier einmal die Jungfrau, die Alchemistin. Und hier haben wir Saturn, Grenzen und Lektionen. Also erstmal, vielleicht hast du hier irgendwo auch Jungfrau-Energie in deinem Chart, vielleicht als Aszendent, Mond, Mars, Venuszeichen. Oder deine Sonne steht vielleicht im sechsten Haus, wie auch immer. Also die Jungfrau steht erstmal prinzipiell ja, für eine Energie, für die Alchemisten-Energie, wo man wirklich Dinge sehr ins Positive umwandeln kann. Natürlich je nachdem, welcher Energie man ist. Jungfrau ist das sechste Haus, das Haus der Gesundheit, der Arbeit, des Alltags. Na, vielleicht wird das hier ein wichtiges Thema für dich und die Jungfrau-Energie allgemein. Also vielleicht spielt hier auch eine Jungfrau aktuell eine große Rolle in deinem Leben. Oder wie gesagt, die Charaktereigenschaften der Jungfrau, der dienende Aspekt, alles was so das Heilerische angeht, die Gesundheit, die Arbeit, ne? Der Verstand auch, Merkurenergie ist auch die Verstandesebene, das Analytische, das Planende, die Organisation. Und hier haben wir noch diese Saturnenergie, Grenzen und Lektionen. Saturn ist immer der weise Lehrer, der ja interessanterweise jetzt am 7.3. in das Fischezeichen wechselt. Und Fische wiederum steht im Radix direkt gegenüber von der Jungfrau, ne? Und Saturn, wie gesagt, prüft, ist eine prüfende Energie, ist der Hüter der Schwelle, der alte weise Lehrer, der uns halt Prüfungen und Grenzen auch aufzeigt, aber in der erlösten Form auch eine sehr reife und weise Energie ist. Ne? Es ist auch der innere Erwachsene, der sich hier zeigt. Und dann haben wir hier nämlich an der Unterseite Pluto, Schatten und Mystik, Herrscher 8. Haus, Saturn ist Herrscher 10. Haus, also auch alles Beruf, Berufung. Ne? Jetzt kriegt man es wieder platzmäßig schon nicht hin. Und das könnte also so prinzipiell das Thema Arbeit, weil wir haben hier Beruf, Berufung, hier haben wir das 6. Haus, Arbeit, Alltag. Pluto ist das 8. Haus, auch Thema Macht und Ohnmacht oder auch Dinge, mystische Dinge, die eventuell nicht immer gleich zu erklären sind, auch die eigenen Schattenanteile, ne? Pluto ist auch Skorpionenergie, ne? Es ist auch dieses Transformatorische. Vielleicht transformierst du hier tatsächlich im März etwas, Beruf, Berufung, vielleicht veränderst du was im Alltag, im Beruf, ne? So, wir schauen jetzt hier nochmal mit den Tarotkarten, welche Energien für die lieben Waagegeborenen hier im März wichtig wird. Da haben wir hier schon mal die sieben Münzen, auch wieder eine Saturn-Energie. Saturn ist ja auch immer so dieser Zyklus 7 Jahre, ne? So das verflixte 7. Jahr, irgendwas mit der Zahl 7 oder 7 Jahren. Und hier haben wir, wie gesagt, auch nochmal eine Saturn-Energie. Es geht darum, etwas mit Geduld und Ausdauer aufzubauen. Saturn oder hier die sieben Münzen ist auch immer etwas, was nicht schnell geht, wo wir uns wirklich manchmal sehr gehemmt fühlen, total geprüft fühlen, wo Dinge einfach nicht schnell von der Hand gehen. Aber dafür wiederum versprechen sie eine enorme Langfristigkeit. Und die sieben Münzen ist auch eine Aufforderung zur Geduld. Es kann also sein, dass ich hier im März, obwohl wir ja eigentlich astrologisch sehr schwungvolle Energien haben, dass hier vielleicht doch noch ein bisschen Geduld von deiner Seite gefordert ist. Oder das kann auch sein, dass du in der Vergangenheit enorm Geduld gebraucht hast in einer Angelegenheit und jetzt wirklich anfängt, hier die ersten Früchte deiner Geduld, deiner harten Arbeit, deines Durchhaltevermögens, ne, dass du im März hier die erste Ernte einfahren kannst. Ne? Wir schauen mal weiter. Ich lasse mal noch drei Karten springen. Wahnsinn, guckt mal, hier haben wir die 8 Münzen. Das gibt es ja nicht. Ne? Also 7 Münzen, 8 Münzen. Jungfrauenergie auch wieder. Ne? Also Arbeit, Werte erschaffen, etwas Neues aufbauen. Aber halt wirklich in kleinen Schritten. Also es geht hier wieder um kleine Brötchen backen. Ne? Wir schauen mal weiter.
Ja, mit dem König der Münzen. Wahnsinn. Also ihr seid von Erdelementen oder Erdenergien hier wahnsinnig umgeben. Das könnte ja eine Stier-Steinbock-Jungfrau-Energie auch wieder sein. Das kann eine männliche Person sein, muss es aber nicht. Es kann auch sein, dass du ja, weil der König ist für mich auch immer das aktive Prinzip, das männliche Prinzip, dass du ja aktiv in eine neue, in eine aufbauende, werteschaffende Arbeit gehst, ne, oder Energie, dass du etwas aufbauen möchtest. Gibt's ja nicht. Und guckt mal wieder Münzen, die 10 Münzen und wieder Jungfrau-Energie und Merkur. Das ist ja unglaublich. Also, wenn ihr nicht selber Jungfrau-Energien habt, könnte eine Jungfrau hier enorm wichtig werden für euch. Oder wie gesagt, die Energien, die die Jungfrau verkörpert in der Astrologie. Ne? Es kann auch viel um das Thema Heilung gehen. Wobei ich hier eher so das Gefühl habe, auch hier die Merkur, es geht um Wissen, es geht um Kommunikation. Vielleicht lernt ihr auch etwas Neues dazu, mit dem ihr dann auch gutes Geld verdienen könnt. Oder ihr fangt jetzt hier, wie gesagt, wirklich an, ja. Also ihr verändert definitiv etwas. Also beruflich hier eine Wahnsinnsenergie. An der Unterseite haben wir das Ast der Schwerter, eure Energie, die Luftenergie. Und hier geht es um klare Entscheidungen. Es wird in irgendetwas einen Cut gemacht. Es geht um eine Vogelperspektive. Wir haben hier eine Adlerenergie, also auch Dinge aus der Vogelperspektive zu betrachten, Dinge zu verbinden. Ne? Wie gesagt, Saturn steht hier für Grenzen und Lektionen, aber Saturn ist auch eine unwahrscheinliche Geduld und Weiterentwicklung, also auch Lernprozesse, karmische Prozesse, die hier auch nochmal wichtig werden könnten für euch. Ne? Also wirklich sehr, sehr schöne Energien, ihr Lieben. Finde ich ganz, ganz toll bisher. Wir schauen jetzt nochmal mit den Lenormand-Karten. Aber ich habe wirklich erstmal bisher wirklich das Gefühl, dass das Thema Arbeit, Beruf, Berufung hier bei den Wagen im März eine wahnsinnig große Rolle spielen wird. Und dass ihr eventuell auch wirklich für eine sehr geduldige Zeit, für eine sehr ein, zwei, drei, kräftezehrende Zeit jetzt ja auch belohnt werdet, ne? So, Transformation. Was haben wir jetzt hier? Die Sense, wieder die Ernteenergie. Ja, das ist unglaublich, wie die Karten wieder in Resonanz gehen. Wir schauen mal weiter. Die Vögel, das ist auch für mich die Kommunikation. Das kann auch vielleicht ein bisschen stressig werden im März. Wir schauen noch mal weiter. Die Sonne. Ach, guckt mal, sehr schön. Also auf jeden Fall hier positive Energie, ist fünftes Haus, du begibst dich auf die Bühne, du zeigst dich in der Öffentlichkeit, es geht auch um eine gewisse Lebensfreude. Es kann sich aber auch nochmal um frühe Vaterthemen handeln, ne? Also nur mal so am Rande. Vielleicht ist das auch hier der König der Münzenenergie. Aber es kann schon auch ein bisschen stressig werden, ne? Es kann auch sein, dass ihr viele Telefonate gibt, dass es stressig wird, dass es viel zu organisieren und zu planen gibt, ne? Wir schauen mal weiter. Die Wolken, guckt mal, die Sonne löst die dunkle Seite der Wolken auf. Also Dinge, die bisher hier im Unklaren waren bei euch. Hier haben wir die Heilungsenergie, wunderschön. Heilung, Gesundheit, auch wieder sechstes Haus. Ne? Also alles, was bisher so unklar war in eurem Leben, das wird sich jetzt hier im März wundervoll auflösen. Also Verwicklung, Umwege gehen raus. Ne? Es kommt hier zu klaren Entscheidungen. Wirklich, ihr baut etwas auf, ihr erreicht eine Ernte oder könnt hier etwas ernten, ne, was euch in der Vergangenheit eventuell auch viel, viel Arbeit und Kraft gekostet hat. Jetzt suche ich doch tatsächlich noch meine anderen Karten, aber dann müssen wir jetzt mal improvisieren, ihr Lieben. Dann nehmen wir doch mal jetzt hier noch eine Botschaft, die für euch hier noch im März wichtig werden soll. Und zwar, wir lassen hier mal eine Karte noch springen. Ich bin Sanftmut und Frieden für den März. Also egal, was hier eventuell, auch wenn es hier vielleicht stressig wird, lasst euch nicht stressen, weil hier liegt definitiv der gute Ausgang, ne? Also mir fehlen so ein bisschen die Worte an der Unterseite. Ich bin in Resonanz mit der Weisheit meiner Seele. Sehr schön. Also ich habe wirklich das Gefühl, da wo Saturn, Pluto ist, sind natürlich auch, naja, zwei Planeten, die können schon auch sehr, sehr herausfordernd sein.
Aber ich glaube eher, hier sind es die positiven, die erlösten Seiten der beiden Planeten, also wirklich die Weisheit, die Reife, der Erfolg. Und dann auch die Transformation, die Heilung von Altem, was hier nicht mehr gut war, sich auch zu lösen, hier in die Heilung zu kommen, Dinge, eine Alchemistin, auch Dinge zu verbinden, zu transformieren. Ja, meine lieben Wagen, mir fehlen die Worte. Also ich habe das Gefühl, das wird ein ganz, ganz toller Monat hier. Die glasklaren Entscheidungen, der Adlerblick, der Erfolg, die Fülle, die Erfüllung, die Ernte. Ihr baut was Neues auf, ihr kommt in eine neue Stabilität, Unklarheiten gehen raus. Wie gesagt, versprecht mir einfach nur, euch nicht zu sehr stressen zu lassen. Und dann wünsche ich euch einen zauberhaften März 2023. Bis bald, ihr Lieben. Eure Helene.